So, hallo. Heute zeige ich euch mal meinen Plot. Den habe ich jetzt letztens fertiggestellt und ja, ich laufe jetzt einfach mal hier ein bisschen rum und zeige euch die einzelnen Gebäude. Hier ist gerade so eine kleine Brücke gewesen, wo ich drüber gelaufen bin. Wenn man dann hier weitergeht, kommt man an so ein paar Marktbuden und so Verschläge. Ich habe ja auch viel mit den Rüstungsständern rumgespielt. Ich fand das ganz cool von Timoya, dass sie halt die Rüstungsständer so verändert haben, dass man da halt richtig lebendig aussehende Figuren kreieren kann. Und ja, hier habe ich halt immer so Wachen hingelehnt an diese großen Gebäude. Das hier ist jetzt, keine Ahnung, so ein Parlament oder irgend so ein Ding, keine Ahnung. Ich weiß selber nicht, was ich da jetzt genau gebaut habe. Ja, Ziel und Sinn und Zweck der ganzen Sache war ja einfach nur, dass es gut aussieht. Und hier ist dann halt so ein kleiner Wald. Das hat richtig abgefuckt, den ganzen Wald hier zu bauen. Mit den Bäumen und so. Ja, hier ist dann halt so ein Penner, der sitzt da halt und hat da halt so einen kleinen Verschlag sich gebaut. Rund um die Stadt sind halt so ein paar Schluchten und so ein paar kleine, ja, Gräben, um die halt so ein bisschen so zu schützen oder warum auch immer. Dann sehen wir hier noch so ein kleines, ja, so eine Art Tor, wo man durchgehen kann. Dann hat man hier wieder ein Marktteil mit so ein paar Holzdingern und Eisen und also halt Erz und so ein Zeug. Dann gibt es hier wieder eine Brücke. Hier ist so quasi der Stadthafen. Hier kommt mehr oder minder das Abwasser oder so raus oder halt was die nicht mehr brauchen, das Wasser. Und hier kann man dann längs gehen und über das Feld laufen, wo halt auch nochmal zwei Kumpels stehen, die der. Ich finde das ganz cool mit den Rüstungsständern, wie gesagt. Bockt halt schon. Und hier ist dann halt ein kleines Feld, kann man so sagen. Und auch zwei große Bäume, die ja dort gezüchtet wurden. Und auch so ein Felstor, wo ein Gebäude drüber steht. Ein Eingangstor, das vom Hafen halt. Ja, das ist die Stadtmauer oder die Mauer des inneren Stadtkerns, wo halt ein Thronsaal und der Wohnturm steht und ein Organic. Und hier habe ich mich verewigt. Habe mich quasi hier hingestellt und halt auf so einem Balkon. Das ist quasi dann mein Haus mit diesem Türmchen hier oben drauf. Dann ist hier noch so ein kleines Haus, wo man das Heu unten hinlegen kann, damit das nicht nass wird. Und wenn man hier weiter dem Weg folgt, sieht man hier noch ein weiteres Wohngebäude. Das ist halt alles so ein bisschen abgestuft und damit es halt ein bisschen real aussieht und nicht so kantig und glatt. Überall halt auch derselbe Dachstyle. Also ich habe halt versucht, mich echt zu disziplinieren, immer denselben Style halt zu verwenden. Und hier sind zwei, die tanzen gerade oder so, keine Ahnung. Wenn man hier weitergeht, sieht man nur die Fassaden von weiteren Gebäuden, weil hier ist die Baugrenze und weiter kann man nicht bauen. Deswegen nur die drei Blöcke sind das, glaube ich, ja. 1, 2, 3 Blöcke, genau. Die drei Blöcke Fassade, um das halt so anzudeuten, dass da die Stadt weitergeht. So, wenn man hier weitergeht, sieht man hier noch einen Turm und wie die Mauer quasi so vor und wieder zurückgeht. Hier schließen sich wieder so ein paar Verschläge und ja, Marktbuden an. Hier ist wieder so ein größerer Graben und hier befindet sich dann das Eingangstor. Hier liegen auch zwei Wachen oder die stehen halt da. Und wenn man hier reingeht, sieht man direkt hier einen Eingang. Hier befindet sich die Bäckerei. Hier ist halt ein Bäcker, der hat halt so ein weißes Zeug an und der macht halt hier Brot. Hier sind so Notenblöcke, keine Ahnung, halt so ein bisschen Deko und hier, wie heißt das nochmal? Quasi, da gibt es so einen Begriff für nicht Ambienz oder irgendwie so, sondern. Oh Gott, das fällt mir nicht ein. Egal, mir fällt das vielleicht nachher wieder ein. Dann kann man hier hochgehen und sich die Dachterrasse anschauen. Das ist halt so eine kleine Terrasse. Und hier so ein Sonnensegel oder irgendwie sowas. Und hier ist das Haupteingangstor vom Wohnturm. Wenn man hier lang geht, hat man den Thronsaal. Da habe ich quasi MC Expert hingesetzt als König vom Ganzen hier. Und hier kann man dann auch, wenn man will, hochgehen und quasi sich auf der Empore niederlassen. Da ist halt noch eine Treppe, aber ist ohnmächtig. Und hier sind dann wieder zwei Wachen. Hier ist einer, der trauert gerade um den Verstorbenen.
hat dann eine Blume hingesetzt an den Grabstein und das sind halt noch andere Grabsteine. Es ist quasi neben einem Thronsaal direkt ein Friedhof, ich habe keine Ahnung, aber es ist halt irgendwas, um den Platz halt zu füllen, damit es halt, damit halt eine Umgebung entsteht, um halt das ein bisschen zu bebauen, damit es nicht so leer aussieht. Und ja, im Großen und Ganzen war das sogar der ganze Plot. Ich zeige euch nochmal das Organic. Das ist so ein Soldat mit einem Speer. Halt so ein kleines Organic, nichts weiter. Und hier der große Wohnturm. Das zweithöchste Gebäude hier im Bereich. Und ja, ich würde sagen, ich fliege jetzt nochmal hier so ein bisschen durch. Ich werde auch bald nochmal einen Cinematic-Trailer von diesem ganzen Plot machen, um da halt die besten Blickwinkel zu präsentieren. Und ich würde sagen, wenn euch dieses Let's Show gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!